Die Hoffnung auf eine Belebung der chinesischen Konjunktur und damit auch der Weltwirtschaft hat die Kurse heute wieder gestützt. Nach vorläufigen Angaben ist nämlich der Einkaufsmanager-Index der Großbank HSBC im Dezember in China auf 50,9 Punkte gestiegen und damit den höchsten Stand seit 14 Monaten. Der deutsche Aktienindex liegt bei 7.597 Zählern mit 15 Punkten oder 0,2% im Plus. Er ist also dabei, die Marke von 7.600 Punkten erneut in Angriff zu nehmen. Und genau darauf hatten ja viele Derivateanleger auch am gestrigen Nachmittag hier an der Eubax, an der Börse Stuttgart gesetzt. Warten wir ab, wie der Tag weiter verläuft. Wir haben allerdings auch Nachrichten bekommen zu den Automobilabsätzen, zum Automobilabsatz in Europa. Und dieser ist im Monat November um 10,3% auf 926.000 Fahrzeuge zurückgegangen. Von Januar bis November wurden in der EU 7,6% weniger Autos verkauft. Insgesamt 11,25 Millionen Fahrzeuge, so wenige wie seit 1993 nicht mehr. Aber die deutschen Automobilaktien, die liegen im Plus. Daimler mit 1,8%, BMW mit 1% und die Volkswagen-Vorzüge mit 0,1% immerhin. Und das liegt daran, dass die Deutschen, die großen deutschen Autohersteller Marktanteile hinzugewinnen konnten, auch und gerade in Europa. Und darüber hinaus sind diese Qualitätsautos weltweit stark gefragt, in den Vereinigten Staaten von Amerika sowieso, aber vor allen Dingen auch in den Entwicklungsländern. Und bestätigend kommt hier die Meldung hinzu, dass Steve Cannon, der Chef von Mercedes USA, gestern in Detroit gesagt und bestätigt hat, dass man einen Absatzrekord in den USA erwartet. 270.000 Fahrzeuge mit dem Stern werden dann dort verkauft sein. Und das ist der Grund, warum die deutschen Autotitel heute trotz dieser nicht so guten Meldung über den Autoabsatz in Europa Rückenwind erhalten. Auch Derivateanleger hier an der Börse Stuttgart halten Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate in ihren Depots, setzen also auf weiter steigende Autonotierungen. Wir schauen uns nochmal den Goldpreis an. Der kämpft nämlich mit der Marke von 1.700 US-Dollar. Hat es noch nicht geschafft, diese zurückzuerobern. 1.698 US-Dollar kostet jetzt eine Feinunze. Anleger setzen hier allerdings auf steigende Goldnotierungen. Auch aufgrund der expansiven Geldpolitik der Notenbanken. Die US-Notenbank hatte ja vorgestern Abend hier nochmals die Notenpresse angeworfen. Insgesamt muss man aber feststellen, hat sich der Goldpreis seit Anfang Januar bis jetzt um 8,5% gesteigert. Sollte das Jahr mit einem Gewinn abschließen, wäre das das 12. Jahr in Folge, dass der Goldpreis steigt. Seit Anfang dieses Jahrtausends hat sich der Goldpreis damit versechsfacht. Also kann man auch hier durchaus mal mit ein paar Preisrückschlägen leben.